Wenn sie einen I-Cord-Anschlag strickt, dann bekommt sie immer ganz langgezogene Maschen, die schrecklich aussehen. Ein I-Cord ist eine gestrickte Kordel und es gibt einen I-Cord-Anschlag, wo du aus dieser Kordel dann gleich weiter strickst. Also die Kordel ist sozusagen der Anschlag. Nun weiß ich zwar, wie man den I-Cord-Anschlag strickt, theoretisch, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn schon einmal irgendwo angewendet habe. Also habe ich mal versucht, das Problem zu reproduzieren. Das ist jetzt relativ unwichtig, was ich jetzt mache. Du schlägst drei Maschen an, es wird einmal gewendet, dann wird die erste Masche verdoppelt, die nächsten zwei werden gestrickt. Dann hebst du drei Maschen wieder zurück auf die linke Nadel. Du musst das jetzt nicht mitmachen. Ich zeige dir nämlich, wie es nicht geht. Die erste Masche wird wieder verdoppelt, also eine Masche blieb auf der rechten Nadel. Die nächsten zwei werden wieder rechts gestrickt. Drei Maschen wieder zurück auf die linke Nadel, eine Masche bleibt auf der rechten Nadel und das ganze Spiel von vorne. Erste Masche verdoppeln, die nächsten, also von vorne und von hinten abstricken, die nächsten zwei Maschen rechts abstricken und wieder drei Maschen auf die linke Nadel, die erste Masche wieder zurückstricken, die erste Masche verdoppeln, die nächsten zwei stricken und so weiter und so fort. Ich stricke jetzt einfach so lange, bis ich 20 Maschen für diesen I-Cord-Anschlag habe. Also immer drei zurück, wieder retour stricken und so weiter. So, also meine Maschen sehen hier ganz normal und korrekt aus. Die sind also nicht lang gezogen. Was ich aber bei der ersten Rückreihe in jedem Fall mache, ich beginne jetzt zu stricken, sozusagen normal zu stricken, ich stricke die Maschen verschränkt ab. Also die linken, wir stricken glatt rechts, Rückreihe linke Maschen, die linken Maschen stricke ich verschränkt ab, also durch den hinteren Faden. Das verleiht den Maschen mehr Spannung, das macht man auch, wenn man Maschen wo herausstrickt, damit sie sich eben nicht in die Länge ziehen. Also bis jetzt schaut es ganz gut aus und ich bin frohen Mutes, dass ich das Problem nicht haben werde. Aber erstens kommt es anders und nun die große Überraschung. Die Maschen sind total lang gezogen, obwohl sie zuerst völlig normal ausgesehen haben. Ich kann es nicht glauben und stricke jetzt gleich noch eine Reihe rechter Maschen darüber, weil ich überhaupt nicht verstehe, warum das passiert. Das ist jetzt Schnelldurchlauf. Und siehe da, das Problem zeigt sich noch schlimmer. Ich habe hier wirklich eine Reihe, als hätte ich Hebemaschen gestrickt. Also sieht nicht gut aus, obwohl meine Maschen zuerst ganz normale Größe hatten. Also, Problem erkannt. Warum? Also ich grübel und komme aber nicht dahinter, woher das Problem stammt. Egal, aber mir fällt schon eine Lösung ein dafür. So, liebe Renate, die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Du strickst ein normales I-Cord mit drei oder vier Maschen. Ich mache sie mit drei Maschen. Also das heißt, drei Maschen anschlagen, nicht wenden, die drei Maschen an den Anfang der Nadel schieben. Du brauchst also eine Nadel mit zwei Enden. Und obwohl der Faden hinten ist, beginnst du vorne rechts weiter zu stricken. Immer rechts stricken, die drei Maschen stricken.
wieder nach vorne auf die Nadel schieben. Ich habe den Faden noch einmal um den Finger gewickelt, um eine größere Spannung zu haben. Versuche die ersten Maschen besonders fest zu stricken, damit das Eicord schön gleichmäßig wird. Und es dauert immer ein paar Reihen, bis du diese Kordel erkennen kannst. Also immer so weiter, du strickst so viele Reihen, wie du Maschen für dein Eicord haben möchtest. Willst du also ein Eicord mit 20 Maschen, strickst du 20 Reihen, genau so. Lucy irritiert mich schon wieder. So ein bisschen Schnelldurchlauf, also immer Maschen wieder zurück an die Spitze und wieder von vorne beginnen, obwohl der Faden am anderen Ende ist. Immer so weiter. So, wenn ich dann meine 20 Reihen habe, wird abgekettet. Eine Masche stricken, die vorige darüber ziehen. Eine Masche stricken, die vorige darüber ziehen. Es bleibt eine Masche. So, nun haben wir so eine Kordel aus 3 oder 4 Maschen. 4 Maschen sieht übrigens auch ganz hübsch aus. Nun haben wir da so schöne Ketten und wir holen uns nun aus einer dieser Ketten, aus jeder Masche, eine Masche heraus. Einfach einstechen und Arbeitsfaden durch so eine Schlinge ziehen. Einstechen und durchziehen. Diese Kette ist ganz schön gezeichnet, also du kannst da ganz einfach jede Masche erkennen. Ich stelle wieder ein bisschen schneller. Und aus jeder dieser Kettenglieder oder dieser Maschenglieder eine Masche herausstricken. Bis zur letzten Schlinge. So, und nun wird normal gestrickt, also wir stricken glatt rechts. Du siehst den schönen I-Cord, die Arbeit wenden und linke Maschen zurückstricken, wobei ich diese natürlich verschränkt abstricke, damit die eine gute Maschenspannung haben. Ich stricke auch die erste Masche rechts verschränkt ab und die anderen Maschen links verschränkt abstricken. Also immer durch den hinteren Faden einstechen und links verschränkt abstricken. Wieder ein bisschen schneller. Das macht man auch so, wenn man irgendwo anders Maschen herausstrickt, dass man in der nächsten Reihe üblicherweise die Maschen verschränkt abstrickt, damit dort keine Lücken entstehen, also damit dort das Maschenbild auch dicht bleibt. Randmasche rechts verschränkt. Ist egal, wie du die Randmasche strickst. So, und ich stricke auch die nächste Hinreihe. Das sieht schon einmal sehr gut aus. Ich habe keine langgezogenen Maschen. Und ich stricke auch die nächste Hinreihe noch verschränkt ab. Also alle Maschen rechts verschränkt. Das ist eine Hinreihe, also rechte Maschen, aber verschränkt abgestrickt. Auch da möchte ich noch mehr Spannung auf den Maschen haben. Und weil ich dazu neige, dass meine linken Maschen immer lockerer werden, ich stricke jetzt normal weiter, also ohne verschränkte Maschen. Meine Rückreihen linke Maschen werden aber immer lockerer als meine
hinrein rechte Maschen. Also nehme ich einfach eine etwas kleinere Nadelstärke. Ich nehme statt Nadelstärke 4, nehme ich 3,5 und stricke die linken Reihen immer mit der etwas dünneren Nadel. Das vermeidet Unregelmäßigkeiten im Maschenbild. Das habe ich dir auch schon an anderen Stellen gezeigt. So, und weil es so viel Spaß macht, noch eine rechte Reihe darauf, damit man das schön sieht auch. Und ich denke, das ist eine sehr einfache und eine sehr saubere Lösung für einen I-Cord-Anschlag. Und weil es nun so viel Spaß gemacht hat, gibt es dann gleich ein zweites Video, wo ich dir das I-Cord-Abketten zeige. Jetzt, wo ich in Fahrt bin, gibt es kein Halten mehr. So, also wie du siehst, ganz regelmäßig, ganz gleichmäßig, keine überzogenen, also keine hochgezogenen Maschen. Und ein hübsches I-Cord an beiden Seiten. Viel Spaß damit, liebe Renate und alle anderen Schäfchen.